Im Internet gibt es zurzeit Schlagzeilen über die europäische Wing Chun Organisation, die EWTO, über Kernspecht und über Techniken und Programme, die in der EWTO unterrichtet werden. Ich sage euch, was ich davon halte. Ich war Mitglied seit 1991 bis 2007, 16 Jahre, und ich denke, dass ich da schon einiges darüber sagen kann. Was ich darüber sage, das erfahrt ihr gleich im Anschluss. Zunächst erstmal das Thema mit Kies-Ronald Kernspecht, der im Netz als Lügner bezeichnet wird. Und ich sehe das nicht so. Kernspecht hat Anfang 1970 in London das Wing Chun Training begonnen und ist 1975, 1976 auf Leung Ting gestoßen und hat Leung Ting 1976 erstmalig nach Deutschland eingeladen. Und von da an, nach Gründung der EWTO, ging es sprunghaft nach oben, weil es waren auch neue Techniken, es waren nicht unbedingt jetzt neue Techniken, sondern auch ganz andere Herangehensweisen an die Ausübung bestimmter Techniken, zum Beispiel Fauststoß, Ellenbogen, Fußtritte und so weiter. Die Vorarbeit für die Öffentlichkeit, sage ich mal, hat Bruce Lee geleistet, indem er sein Chun Fan Kung Fu und später dann Jeet Kune Do entwickelte oder bei der Entwicklung war und eigentlich dort Wing Chun Prinzipien angewendet hat und sie mit verschiedenen Techniken gefüllt hat. Er hat circa 3 Jahre Wing Chun trainiert in der Schule von Yip Man, aber nicht unbedingt persönlich bei Yip Man, sondern er hatte meistenteils ältere Kung-Fu-Schüler, die ihm praktisch das beigebracht haben, und so wird das auch in anderen Organisationen wie auch in der EWTO gehandhabt. Es gibt natürlich viele Meister, die ausgetreten sind, die ihre eigenen Stile gegründet haben, die dementsprechend auch eine andere Herangehensweise zeigen mussten, veröffentlichen mussten, um vielleicht damit einen Unterschied zur EWTO zu geben. So hat man eben neue Techniken entwickelt. Das VC Wing Chun von Birol Oesten, der mit dem zweiten oder dritten Technikergrad aus der EWTO ausgetreten ist, der sich dann im Stand so hingestellt hat, mit den Handflächen nach unten, der viel Handflächenstöße propagiert, was auch nicht falsch ist. Desto weniger ist man gefährdet, sich die Finger oder die Handwurzel zu brechen, zum Beispiel. Kernspecht hat dieses Wing Chun dann immer weiterentwickelt, auch mit Leung Ting. Sie haben Chisao-Sektionen entwickelt und Kernspecht hat Lat-Sau-Programm von Thomas Mannes eigentlich entwickelt nach Vorlagen von Bruce Lee. Bruce Lee hat die ersten Bewegungen, ich komme jetzt nicht mehr ganz genau drauf. Ich hatte das früher, als ich Jeet Kune Do gemacht hatte, hatte ich das noch vor mir. Ich glaube, das waren 6 Angriffs. Kombinationen mit Parksau zum Beispiel, mit Tansau. Dann hat der Gegner eine entsprechende Abwehr gemacht und Bruce Lee hat dann, glaube ich, so 6 Möglichkeiten gezeigt, wie man eben dann den nächsten Konter setzt. Thomas Mannes, die EWTO und Kernspecht haben dann diese Programme weiterentwickelt und so sind eben diese ganzen Lat-Sau-Programme entstanden. In heutiger Zeit dann Reaktion Programme und es gibt schon wieder Neues, es gibt das E-Wing Chun. Solche Entwicklung sieht man eigentlich überall, auch in dem alten Wing Chun von früher, als der Legende nach die Kampfnonne Ng Mui an jedem Wing Chun Techniken beigebracht hat, mit denen sie sich gegen einen damals bekannten Stoffschläger verteidigen konnte. Yim Wing Chun, nach der das System dann benannt wurde, lehrte es ihrem Mann und er lehrte es wieder jemand anders und es kamen dann immer neue Techniken dazu. Dann kam die Langstocktechnik dazu, die Schmetterlingsmesser, die Bachan Dao. Fälschlicherweise gibt es auch Menschen, die eigentlich gar kein Wing Chun oder nicht das Wing Chun in der EWTO betrieben haben.
die sagen, dass Wing Chun aus den Schmetterlingsmessern entstanden ist. Das ist aber nicht wahr, also nach der Legende schon gar nicht und nach anderen Überlieferungen wahrscheinlich auch nicht, sondern Wing Chun begann waffenlos. Gernsprecht hat dann in den 80er, Anfang der 80er Jahre in den USA mit Jesse Glover als der kampfstärkste Schüler Bruce Lees trainiert und sich über Jeet Kune Do ausgetauscht. Und so hatte praktisch Gernsprecht dort auch wieder Einblick und veränderte dann Wing Chun Techniken immer mehr. Und ich meine, man könnte heute sagen, es ist EWTO Wing Chun und es gibt das Hongkong Wing Chun von Leung Ting, was sich eigentlich schon wieder unterscheidet. Und das ist eigentlich immer so. Es gibt meiner Meinung nach kein traditionelles Wing Chun, denn was ist traditionell? Entweder das, was die Wing Chun gemacht hat, das sind vielleicht ein paar Handballstöße, ein paar Verteidigungen gegen Greifen und Schubsen und so, Haare ziehen, oder das Wing Chun ihres Mannes, oder das dann danach später entwickelte und dann wieder das später entwickelte. Also es gab ja immer Entwicklungen. Und deswegen gibt es eigentlich kein traditionelles Wing Chun in dem Sinne. Gernsprecht hat gesagt, wir sind traditionell aus der Tradition heraus, nämlich, dass wir immer wieder etwas verändern und nicht einfach irgendwo stehen bleiben. Man sieht Ähnliches im Karate, dass viele Karate-Stilisten das ganz alte Karate von Kishin Funakoshi zum Beispiel machen oder manche machen nur das Karate von Mas Oyama, das Kyokushinkai-Karate. Und ja, auch da gab es immer wieder Veränderungen. Schüler haben etwas Neues hinzugefügt, haben das Karate verändert, dann entstanden neue Stile. Und nicht anders sieht das im Wing Chun aus. Emin Bostäbe, Avci, Victor Guterres. Es gibt viele, die auch aus der EWTO ausgetreten sind. Natürlich wird dann auch über seinen alten Lehrer hergezogen. Man braucht ja auch einen Grund, um der Öffentlichkeit zu erklären, weshalb man aus dieser Organisation ausgetreten ist. Da kommen manchmal ja, unschöne Sachen zustande und so eben, dass Gernsprecht ein Lügner ist. Diese Aussagen gab es schon damals, als man sagte, dass die EWTO oder Gernsprecht praktisch Techniken geheim hielten. Und das ist falsch. Wenn man die Entwicklung oder den Aufbau eines Kampfsporttrainings sieht, ob das Judo ist, ob das Karate ist, man fängt immer mit einem kleinen Teil, mit einem Teil an, der für den Anfänger leicht zu begreifen ist und leicht zu lernen ist. Und erst wenn man diese Stufe erreicht hat, kann man zur nächsten Stufe, ähnlich wie in der Schule, man lernt in der ersten Klasse die Buchstaben schreiben, in der nächsten dann geht es weiter mit Wortbildung, Sätze bilden, Geschichten schreiben, Diktate schreiben und so weiter. Und nicht anders ist das in der Kampfkunst, Wing Chun oder in anderen Kampfstilen. Entgegen zu den zum Karate oder Wing Chun im asiatischen Raum hat man in Europa, in Amerika Schülergrade eingeführt, wo praktisch schon die ersten Erfolge prämiert wurden mit einem Gürtel oder mit einem Schülergrad, erste Schülergrad, fünfte Schülergrad und so weiter. Man hat den Schüler eine Urkunde überreicht, die eigentlich nur aussagt, dass er auf diesem Lernstand ist. Der Ellbogenstoß wird ab fünften Schülergrad unterrichtet. Vorher lernt man nur geraden Fauststoß zum Beispiel. Das Verständnis für diese Programme war aber noch nicht so weit und ich stelle das selbst bei mir fest und meinen Schülern habe ich das festgestellt, dass man viele Sachen gar nicht begreift. Warum trainiert man das? So wurde Gernsprecht natürlich auch vorgeworfen, dass er nicht so viel zeigt, dass er Techniken für sich behält. Und ähnlich war es auch mit Yip Man und Bruce Lee. So ist das natürlich auch in der EWTO oder in anderen Kampfstilen, dass der Begründer des Stiles nicht immer beim Training dabei ist, sondern seine Meister dann die neuen Schüler unterrichten. Nicht jeder Meister oder dessen Meisterschüler wieder hat das gleiche Wissen, was man
was Kernspecht hatte, was Jip Mang hatte. Schulen sind immer eine Kopie des Begründers, des Erfinders. Eine Kopie kann nie gleich sein wie das Original. Wie gesagt, die Schüler sollten das lernen, was gerade Lernstoff war, und dann geht die Stufe weiter. Selbst Kernspecht lernte jetzt in den letzten Jahren noch bei chinesischen Meistern andere Wing Chun Auslegungen kennen und bringt praktisch das jetzt seinen Schülern bei. Also er hält mit Wissen nicht hinterm Berg. Die EWTO ist eine Sekte. Ich war Ausbilder in der EWTO. Wir haben unseren Monatsbeitrag an die jeweiligen Schulen bezahlt. Die Schüler haben an mich bezahlt und ich habe monatlich 65 D-Mark, glaube ich, Lizenzgebühr oder Schulgebühr bezahlt. Einmal im Jahr eine Jahresmitgliedschaft, wo eine Unfallversicherung enthalten war, und eine Zeitschrift. Dann gibt es Prüfungsgebühren bei den Schülergraden, 25 Euro. Wo es dann ins Geld ging, das war dann die Technikerprüfung. Da muss ich anderen zustimmen, dass das sehr teuer ist. Ich weiß nicht, wie das in anderen Stilen ist. Man muss dann das Programm kaufen, man muss erstmal den Übungsleiterschein haben, den Trainerschein. Dazu muss man die ganzen Schülergradprüfungen hinter sich haben. Dann darf man den Techniker, den Lehrergrad oder den ersten Meistergrad, wie man das nennen möchte, ablegen und wird da geprüft. Die Prüfung hat auch einiges gekostet, Schulungen dazu natürlich. Dann wird oft unterstellt, dass Schüler in der EWTO keine andere Kampfkunst machen dürfen, keinen anderen Kampfsport. Das ist auch falsch. Es war nur zu Beginn so, dass der Anfänger nur beim Wing Chun trainieren sollte, um das besser zu verstehen und nicht mit zu viel Wissen zugehäuft wurde. Wenn er zum Thai-Boxen geht, zum Ringen und dann zum Wing Chun und so, da kommt man durcheinander. Also man sollte sich entscheiden, entweder geht man dorthin oder dorthin und macht diese jeweiligen Kampfstil richtig oder überall nur halbe Sachen. So, heutzutage ist das ja so, dass eben diese fortgeschrittenen Schüler, die Techniker gerade, auch Grappling-Techniken machen, brasilianisch Jiu-Jitsu, MMA zum Beispiel. Wenn das das Bild einer Sekte sein soll, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist in den asiatischen Kampfkünsten oft verbreitet, im westlichen Stil oder in Europa, in Deutschland begrüßte man sich mit sportfrei und dann ging es los. Beim Boxen sagt man, hallo alte Kanone, wie geht's? Heute gibt es wieder ein paar auf die Mütze. So sind die Unterschiede. Und Kernspecht wurde auch nicht mit Sie angesprochen, sondern mit Du. Wir haben alle gesagt Du. Und er hat uns auch mit Du angesprochen. Kernspecht selbst hat gecatcht früher. Er hat Karate betrieben, er hat Eskrima erlernt, er hat eine andere chinesische Kampfkunst erlernt, und das Wissen daraus hat er natürlich an seinen Schülern weitergegeben. Wissen, sich selbst zu behaupten, auch verbal, das wurde dann später auch eingeführt, und dem Streit aus dem Wege zu gehen. Ein nicht stattgefundener Kampf ist ein gewonnener Kampf. Ich sage das nicht so, ein nicht stattgefundener Kampf hat nicht stattgefunden, dann war es auch kein Kampf. Den Kampf vorher schon aus dem Weg gehen, dann passiert nichts. Fähigkeiten und den Fertigkeiten, die man besitzt. Fertigkeiten vermittelt werden, wie das Programm aussieht, weshalb viele Wing Chuner im Wettkampf sang- und klanglos verlieren, das erzähle ich euch im nächsten Video.